Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit WWE Champions. Leute, heute ist so ein kleiner Loot-Tag, also wir werden heute mal ein bisschen unseren Loot, wie gesagt, öffnen. Und ganz kurz mal darauf zu sprechen kommen, VS-Modus wurde geändert, die Männchen stehen jetzt wieder vorne, was für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöde war, weil sonst war ja immer hier Frauen vorne und dann kamen die Männer halt. Und ich war nämlich so weit gewesen, ihr habt es ja, denke ich mal, in den letzten Videos mitgekriegt, dass ich meine Nia Jax hochbringen wollte. Und das habe ich nämlich auch im Zuge dessen gemacht, bevor das halt war, weil ich ja halt wieder meine TP-Poster mir ordentlich besorgen wollte. Und ihr seht, ich habe Nia Jax auf 3 Sterne Silber gebracht. Im Nachhinein sage ich mir, komm, ist doch überhaupt nicht schlimm. Die Tag-Team-Phase ist eh auf 3 Züge beschränkt, also kann es auch sehr wahrscheinlich sein, dass so eine Diva dann halt mal als Match mitgeholt wird und deshalb trotzdem gut für den VS-Modus, sie da am Start zu haben. Des Weiteren, Leute, habe ich noch jemand anderen auf 3 Sterne hochgezogen. Den will ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Nämlich hier, ich habe den guten Undertaker hochgezogen, den Trickster, den es ja beim SummerSlam-Event zu holen gab. Habe mir jetzt auf 3 Sterne Silber, richtig geile Nummer. Ist ja zumindest der Trickster, wo ich sage, wenn ich einen auf 3 Gold bringe, dann auf jeden Fall ihn. Ansonsten haben wir mit einem Augenblick den Gauntlet Blitz noch aktiv, wo wir uns wieder schön Requisiten besorgen können. Ist ein bisschen blöd unter der Woche. Ich komme da auch nicht viel zum Spielen. Das ist halt so ein bisschen das Blöde. So, wir machen hier mal ganz kurz noch unsere kostenlosen Taschen hier auf. Waren 2 Gesundheitspakete drin. Richtig geile Nummer. Leute, wir haben ein bisschen was zu öffnen. Und deshalb sitzen wir heute hier. Wir haben ein paar Taschen mit Postern, wir haben ein paar Tresore, wir haben die Taschen, die Boxen von der Faction Invasion, wo es wirklich, wir waren 2 Gruppen im Team gewesen und jeder hat es geschafft, auf Platz 1 zu kommen. Props und Daumen hoch für alle, das war eine richtig, richtig geile Nummer, kann man einfach nicht anders sagen. Ne? Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal an und öffnen mal so ein bisschen unseren Schissel, was ich auf jeden Fall nicht brauche. Scopely. Sind Showboard-Poster. Trickster-Poster wären am geilsten. Da kann ich nämlich meinen Undertaker schön weiter hochziehen von den Manövern her. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Das Spiel kann jetzt so auch einfach mal ausgehen. Ja, danke Bluestacks. Sowas passiert nur live in der Aufnahme. Aber damit müssen wir jetzt irgendwie um. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Können wir nochmal ganz kurz auf das Hell in the Cell Event zu sprechen kommen. Ich bin bei knapp über 800.000 Punkten. Ne? Hab mir vorgenommen, die 1 Million zu knacken. Ich will den guten Shinsuke mir auf 3 Sterne Bronze holen. Weil ich habe nämlich bei der Faction Invasion wieder mitgekriegt, dass selbst Superstars, die man auf 2 Silber hat, auf 2 Gold, dass die enorm wichtig sein können. Also ich hatte wirklich mein komplettes Roster verballert gehabt. Also zumindest alles, sag ich mal, so bis 2 Sterne Gold sowieso. Und dann halt auch jede Menge 2 Sterne Silber Superstars. Und das finde ich so geil an der Faction Invasion. Du bist wirklich mal gezwungen, mit deinem kompletten Roster, also so diese ganzen Karteileichen, die du sonst immer nur so rumliegen hast, mit denen bist du jetzt gezwungen zu spielen. Und das finde ich ja an der Faction Invasion einfach mal so genial, Leute. So, ich hoffe, wir dürfen jetzt mal ein bisschen weiter öffnen. Das wäre zumindest richtig nett von dem Spiel. Das sieht gut aus, Leute. Hier haben wir Taschen am Start. Da sind ganze 5 Stück drin. 2 Stück haben wir. Gucken wir mal. Striker und Powerhouses. Powerhouses brauche ich, glaube ich, auch wieder gut jetzt was. Ist ordentlich was weggegangen. Und ich möchte ja im TP-Event, also das spinnt aber auch rum heute hier. Ich möchte mich im TP-Event auf jeden Fall nochmal Gas geben und mir dort die 150.000 Punkte holen. Ah, das Spiel ärgert uns heute ein bisschen. Das Spiel ärgert uns. So, hier haben wir noch Requisiten, das war, glaube ich, von VS noch. Die nehmen wir natürlich auch immer gerne mit. Ich hoffe, es sind ein paar schöne mit dabei. Schmutz, Schmutz. Gut, okay. Aber jetzt sind natürlich nicht die Brecher-Requisiten mit dabei gewesen. Aber damit müssen wir jetzt einfach leben. Ah, Leute, hier tägliche Belohnung. Habe ich komplett, ne? Wir können uns nämlich heute den guten Chad Gable noch abholen. Und den werden wir uns dann auch nochmal ganz kurz angucken. Ihr seht, die 20 Splitter sind da und 100 Cash kommen auch nochmal mit dazu. Sehr nett. Dankeschön. So, was macht man als nächstes? Hier haben wir 7 Taschen, 25 Poster. Natürlich auch eine richtig geile Nummer. Ich bin echt low, was Poster angeht. Na, Showboard. Powerhouse, Striker. Aber wieder keine Trickster, ne? Trickster wollen sie uns einfach nicht geben. Ich weiß nicht, was ich diesem Spiel getan habe.
Ohne Scheiß, Leute. Was haben wir denn hier noch? Hier sind 1 Sterne Silbermarken. Da guckt man natürlich auch mal rein. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich jetzt bei der Kategorie jetzt so zwingend brauche. Ich glaube, Proteinpulver ist wirklich jetzt zur Neige gegangen. Da muss auf jeden Fall wieder ein bisschen was in the bank. So, was haben wir hier? Unterstützertaschen, pure Gönnung bei den Teammitgliedern. Da gibt es dann so eine Taschen auf jeden Fall. Können ein paar Requisiten und so mit drin sein. Gesundheitstaschen, Gauntlet, Blitz-Tickets und ein Poster. Ja, 5 Gesundheitspakete nehme ich natürlich liebend gerne. Sind auch jetzt bei der Faction Invasion wieder ordentlichst welche mit über den Jordan gegangen. Deshalb bin ich froh über jedes Poster, was hier wieder in meinen Besitz zurückkommt. Also Gesundheitspaket, nicht Poster, Entschuldigung. Schöne Requisite, schöne Requisite. Schöne Requisite. Okay, okay. So, gehen wir mal weiter durch. Ich bin natürlich genauso gespannt wie ihr, was in den Tresoren drin ist. Hier haben wir 21 1-Sterne-Goldmarken. Wie gesagt, Leute, ich weiß wirklich nicht, was da jetzt für mich so von größter Wichtigkeit ist. Auf jeden Fall kriegt man eine Sorte nicht. Und das ist Striker. Bray Wyatt-Laternen sind nicht dabei gewesen. Ich glaube, die wären wichtig gewesen, wegen Carl Anderson hochleveln. Dankeschön! So, machen wir weiter. 2-Sterne-Goldmarken. Schweißbänder immer gerne gesehen bei mir. Auf jeden Fall gibt es welche. Ein Kaugummi, 5-mal die Kane-Maske. 3 Schweißbänder, Dankeschön. Yin-Yang, das Paul Heyman-Telefon. Der Limo-Schlüssel ist auch mit am Start. Ja, die Schweißbänder, die sind halt wirklich das Wichtige. So, gehen wir mal hier hin. Siegestaschen, 28 Stück. Ich hoffe auf ein paar Gesundheitspakete und ein paar Münzen, weil da sieht es auch recht mau aus bei mir. Okay, Münzen, Gesundheitspakete, dann noch ein paar Splitter für den guten Seth Rollins. Ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, ein Superstar, den es wirklich lohnt zu leveln. Ich persönlich sage dasselbe von Triple H, viele sind da anderer Meinung. Ich spiele sehr gerne mit ihm, sag aber auch selber, dass, wo er jetzt bei mir ist, auf 3 Sterne Silber, ist sick, ja, muss ich ihn nicht machen. Dann doch lieber einen anderen wie Finn Balor, der in meinem Roster ist, der ist dann doch eher prädestiniert dafür, ihn auf 3 Sterne Gold irgendwann mal zu bringen. So, was kommt denn als nächstes? Die Siegestasche 2 ist immer eine richtig interessante Geschichte, weil hier ganz einfach auch mal schöne 3-Sterne-Marken drin sein können. 20 verschiedene Gegenstände. Wir gucken mal. Springseil. Oh, okay. Sehr schön. Die Fingerhanteln, die möchte ich auch gern haben. Okay. Oh, da kommen schon die Poster. Das wird es dann wohl dieses Mal nicht so sein, dass wir eine 3-Sterne-Marke kriegen. Aber 24 Splitter für Seth Rollins. Du ahnst es nicht. Das ist ja einfach mal der Wahnsinn. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich die jetzt noch brauche, weil die Manöver habe ich jetzt eigentlich hochgezogen von ihm, die halt wichtig sind. Big Show, wie gesagt, immer eine Möglichkeit, ist ein Superstar, dem man eigentlich immer wieder die Splitter hinterhergeschmissen kriegt durch so eine Tasche und den man durch eine Fusionierung tatsächlich auf 3 Sterne Bronze bringen kann. So, da kriegt man hier noch ein paar Poster, war allerhand Schüssel drin gewesen, nette Kiste. So, hier haben wir ganze 48 Taschen mit jeweils 10 Postern drin. Das sind 480 Poster, die jetzt in unserem Besitz rüberfliegen. Auf jeden Fall sind auch meine Trickster-Poster mit dabei. Wir gucken mal. 120 Trickster-Poster! Jawohl! Haha, sehr gut. 70 Powerhouse, Showboard ist eh Schmutz. Akrobat, sehr schön. 140 Techniker. 50 für die Striker. Also die 120, das ist eigentlich die größte Freude für mich gerade. Reicht quasi für ein Manöver vom Undertaker. Fehlt nur noch das andere. So, das war's dann mit Marken und Postern. Wir gehen nochmal hier hin. 3 Sterne Silbermarken. Einmal den Ohrschutz und einmal den Bleigurt. Ich danke dir. So, und bei den 3 Sterne Marken immer noch Bret Hart drin. Ich habe zwar genug, um Stardust auf 3 Gold zu bringen, aber ich will ja Doink als nächstes noch hochziehen. Deshalb Bret Hart Brille. Na, natürlich die Shawn Michaels Mütze. War ja klar, Leute. Jetzt geht's los, Leute. Tresore. Wir fangen mal an. 3 bronzene Tresore haben wir zu öffnen. Wir gehen mal einzeln durch. Minimum. Es gibt eine Kane-Maske, 25 Poster und einmal das Schweißband. Komplette Pisse. Wieder Minimum. Kaugummi. 25 Poster. 10 Poster für die Trickster. Dankeschön. Das ist doch mal wenigstens was. Und wieder Minimum. 25 Poster. 25. Und das Paul Heyman-Telefon. Hätte natürlich auch geilerer Schüssel drin sein können. Jetzt wird's interessant, Leute. 3 silberne Tresore. Wie gesagt, so ein Luke Gallows wird mir richtig gut stehen. Bret Hart Brille wäre richtig geil. Headliner Chips natürlich auch. Leute, wir gucken. Oh, 4 ist wesentlich Minimum.
50 Poster, ein Gottfaserhut, 100.000 Münzen und Trickstar-Poster. Na, da geht's heute ein bisschen nach vorne. Trickstar-Poster kommen heute ein paar mit um die Ecke. Maximum, wir gucken. 50.000? Jawohl, Mann, eine Bret Hart-Brille. So muss das. 25 Poster, 25 und nochmal 100.000 Münzen. Die Bret Hart-Brille war schön. Die ist wirklich schön. Wir sind nochmal das Maximum. 25, 250.000 Münzen, nochmal 100.000 und 25 Poster. Leider keine Headliner-Chips. Das wäre richtig geil gewesen. Leute, wir haben auch den ersten goldenen, Luke Gallows auf 3 Bronze. Ich sag euch, das wäre mal der Wahnsinn. Bis zu 100 Poster jeder Sorte, 4 Sterne-Marken. Natürlich hier auch die Chance für die Bret Hart-Brille, Headliner-Chips, allerhand Sachen drin. 4. Ist okay, wir gucken mal. Ja, die Bret Hart-Brille reicht für Doink. Sehr gut. 50 Poster, 100 Showboards, ist so klar. Wow! Leute, wir kriegen die Matte. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leute, wisst ihr, was das heißt? Oh. Stardust, zeig dich. Leute. Nächster 3-Sterne-Gold-Superstar ist am Start. Werden wir heute aber definitiv nicht hochziehen, sondern warten auf das entsprechende Event. Aber wir haben die Matte gekriegt und die Bret Hart-Brille. Das bedeutet, ich kann Doink hochziehen und Stardust. Wie geil ist das denn? So muss es, Leute. Wo habe ich jetzt drauf geklickt? Ich bin nervös. Ich bin aufgeregt. Ich will keine kostenlose Tasche öffnen. Wir haben doch noch die Kisten von der Faction Invasion. Wenn ich überlege, wie viele Kisten ich bei Tresore ich bei SummerSlam geöffnet habe, goldene, und ich eine 4-Sterne-Marke rausgekriegt. So, es gibt 5 Gegenstände. Hier wäre übrigens richtig geil. Samoa Joe habe ich noch nicht. Das wäre cool. The Rock kann man ziehen, bis zu 3 Sterne Gold oder 2 Bronze wäre cool. Bis zu 100 Poster jeder Sorte. Ich will auch übrigens diese silbernen Kleiderhaken haben, damit ich die zweite Ausrüstung von Jerry Lawler freischalten kann. Der braucht nämlich ganze 1000 Stück und mir fehlen 20. dann natürlich Headliner-Chips, hier schön, Marken, richtig geil, bis zu 1000 Cash, schön Münzen und ein paar Splitter für The Rock. Leute, wir gehen einzeln durch, 5 Sachen, wir gucken. Oh, 4x 3 Sterne Silber, 100 Splitter für The Rock, fehlen ja bloß noch 700. Aber ey, trotzdem, geil. Ah, die falschen. 25 Poster und nochmal ein paar Splitter für den Heartbreaker. Die 100 Splitter für The Rock waren geil. Das muss jetzt nur noch 7-mal passieren. Leute, wir haben die nächste. Oh, eine 3-Sterne-Goldmarke. Nochmal 100 Splitter für The Rock. Alter Verwalter. Haben wir schon 200 von 800. 1-Sterne-Gold, 25 Poster und nochmal Splitter für ein Heartbreak-Kit. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. 200 Splitter für The Rock. Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen baff, Leute. So, wir wollen ja nochmal gucken, ganz kurz hier. Wir haben ja was gekriegt. Lass mich doch mal hier runtergehen. Ey, wir haben die Matte gekriegt. Wie geil ist das denn? So, wir gucken hier mal ganz kurz hier. 1-Stern-Gold. Vor allem die 3-Sterne-Silber sind natürlich richtig geil. Ich glaube, Bleigurte sind nicht so uninteressant für mich. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Wir gucken mal, was sie so uns geben wollen. 4 Taschen, ist echt cool. 4-mal das Trampolin. Okay, nehmen wir mal so hin. 4-mal dasselbe bei 4 Taschen, ist ohne Nummer, ne? Und nochmal eine 3-Sterne-Goldmarke. Kommt noch eine Bret Hart-Brille, weil es so schön war. Ah, der Gottfaserhut. Ah, schade, dass ich diese beschissenen Bügel nicht kriege. Ne, mir fehlen 40. Mir fehlen keine 20, mir fehlen 40. Will euch ja auch nicht anlügen. Aber Leute, wir haben noch 3-mal Headliner-Loot zu öffnen. Wie gesagt, vielleicht nochmal das Haarspray. Das wäre richtig cool. Dann hätten wir den nächsten 3-Sterne-Gold. Wenn ich das mit meinem Andre the Giant nicht durchziehe, das weiß ich ja nun mal noch nicht. Ganze 3 Stück. Wir gucken mal rein, Leute. Da kommt das Haarspray. Leute, ich werde nie mehr. Ich bin gerade baff. Ich bin richtig baff. Warum geben die mir das jetzt? Warum geben die mir dieses beschissene Haarspray? Leute, das ist eine geile Nummer. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also Stardust ist schon mal geklärt. Der Gute kommt auf 3 Gold. Und jetzt ist es nämlich so, bei meinen Showboards
Okay, eine Sonnenbrille, aber ist okay. Aber da kann der nächste 3 Gold her, ne? Und ich will ja eigentlich unbedingt den Andre auf 3 Gold machen. Weil ich nicht weiß, mit dem Undertaker, ob ich da auf kurz oder lang gut mitfahre. Ich habe auch schon überlegt, Triple H auf 3 Gold zu machen. Weil ich bin ja gewillt, weiterhin VIP zu bleiben. Weil ich das Spiel halt weiterhin spielen möchte. Und Triple H kam halt immer an den ganzen Events auch mit dran. Und den auf 3 Gold zu haben, ist auch nicht so scheiße, Leute. Und vor allem hat man ja die ganzen Poster, um seine Manöver hochzuziehen, ne? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, 2 neue 3 Sterne Gold stehen ins Haus. Richtig geil. Jetzt gucken wir uns zum Abschluss nochmal den guten Chad Gable an. Rekrutieren. Ja, ich weiß, man soll das machen, wenn Events sind. Aber ich möchte jetzt ganz einfach mal im Video mal mit euch gucken, wie Chad Gable eigentlich so draußen... Hab ich einen geilen Scheiß gekriegt heute. Ich werd nicht mehr. Das ist doch einfach mal der Wahnsinn. Chad Gable, American Alpha. Hallo. So, da guck mal. Jetzt bin ich ein bisschen interessiert. Ein Unterwerfungsmanöver, ein grünes. Okay. Du verursachst Schaden und machst ein zufälliges Juwel zu grün. Und machst ein zufälliges rotes Juwel zu grün. 2 Manöver, die grüne Juwelen machen. Geile Nummer. Du verursachst Schaden und machst ein zufällig ausgewähltes Juwel zu gelb. Okay. Ist natürlich geil. Man könnte ihn dann natürlich grün, gelb, grün spielen. George Steele rein. Grüne Manöver hoch. Geile Nummer. Macht dadurch, hier mit das Manöver schnell hoch. 8 Aufladung ist nicht viel. Leute, ohne Scheiß, der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. 2 Manöver am Start, die grüne Manöver herstellen. Das ist natürlich richtig geil. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was er so für eine Trainereigenschaft hat. Du erleidest weniger Schaden. Okay, das ist Pisse. Und hat dann natürlich American Alpha. Erst bei War, das ist auch immer cool. Machen einen Manöverpunkt mehr. Also Leute, wenn ihr nicht wisst, wen ihr bei den Technikern hochziehen sollt, weil ihr nichts Besseres habt, Chad Gable ist eine Alternative. Das muss ich wirklich mal sagen. Der ist nicht schlecht, hat auch noch eine 2. Ausrüstung. Dit wär's jetzt noch gewesen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also Chad Gable ist wirklich nicht scheiße. Also bin gespannt, vielleicht ziehe ich ihn mal ein bisschen hoch, ne? Warum denn nicht? Leute, was ein geiles Video. Wir haben die Möglichkeit, 2 neue 3 Sterne Gold Superstars bei uns zu begrüßen. Wir haben durch die Invasionspakete 200 Splitter für The Rock gekriegt. Fehlen bloß noch 600. Das sollte doch zu packen sein. Nächstes Jahr. Mensch, geile Nummer. Leute, schreibt in die Kommentare, was ging bei euch so ab bei WWE Champions. Ihr wisst, ich bin da immer brennend interessiert dran. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.